Okay, es geht tatsächlich noch verrückter. Oh, scheiße. Ich muss sofort hier raus. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wo? Hat man denn nicht eine freie Minute von euch? Scheiße. Ja. Mann, du Drecksau, du! Wunderbar. Oh. Ja. Natürlich. Alter. Oh, gut hier. Und noch einer. Okay. Gut. Halt, 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 da war Muni. Oh, komm schon. Ist das dein Ernst? Nein, bleib sitz. Das war meine. Okay, hätten wir's dann? Und Waffenmodifizierungsverfügbar. Das freut mich. Puh. Also man kann es auch langsam ein bisschen übertreiben mit den Gegnern. Aua, da habe ich mir die Pfoten verbrannt. Okay, also, wir müssen die Leiche vernichten, damit die Stürme aufhören. Und das müssen wir den anderen sagen. Ohne, dass sie denken, wir sind geistesgestört. Unmöglich. Das werden wir nicht schaffen. Also ich weiß zumindest nicht, wie Lara das anstellen will. Ich meine, Race glaubt ja immer noch nicht daran, dass das alles hier verflucht ist und die denkt, dass Lara einen totalen Dachschaden hat. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein! Ich muss sofort zurück. Kehren Sie zum Lager zurück. Mach ich. Achtung! Sie sind am Tier! Auf Hilfe! Oh! Nein! Nicht ducken! Sonst treffe ich doch nicht. So, ich will mir jetzt aber nicht die Chance nehmen, mich hier umzugucken, ne? Also. Ja, guckst du. Was gehört mir, ihr Hurensöhne? Hoho. Ich bin verdammt weit, wenn ich das Ding aufgebe. Jola, Hilfe! Wo bist du? Verdammt! Ich bin auf dem Weg, ich komme, Freunde. Okay, ihr Schweine. Ist das alles, was ihr drauf habt? Sie ziehen sich zurück. Reyes, du bist verletzt.
Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Miss Fires. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Das wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Okay, also das Überzeugen ging ja doch schneller, als ich gedacht hätte. Wir können jederzeit ablegen. Geh an Bord, wenn du bereit bist. Dann brechen wir auf. Na dann, auf geht's. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Okay, los geht's. Nein, du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Okay, betreten Sie das Kloster. Ich hoffe, das geht gut. Und ich hoffe, wir können Sam retten, noch einen zu verlieren. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte niemanden mehr jetzt hier zurücklassen, niemanden mehr hier verlieren. Ross und Alex sind tot. Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Was zur Hölle tust du, Whitman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute... Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da?
Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Mein Bruder! Was war denn das jetzt für eine Nummer? Oh Gott, okay. Ich will ja nichts sagen, aber Whitman hat's verdient. Ich habe jetzt deswegen auch nicht wirklich viel Mitleid mit ihm. Er hat alle verraten, nur um seinen blöden eigenen Arsch da zu retten. Er hat das verdient, jetzt drauf zu gehen. Klingt zwar hart, aber so egoistisch. Durchsuchen Sie das Kloster. Schützt nach all den Jahren immer noch Ihre Königin? Oh Gott, was? Ich muss gegen die kämpfen? Oh, genau davor hatte ich Angst, Mann. Ich weiß nicht, wie stark die Viecher sind. Wie viel halten die denn aus? Ach, die sind weg? Okay. Hey. Gott sei Dank. Da bin ich aber froh, denn wenn ich um den Kampf drumherum komme, wäre ich dem Seher verbunden. Weil die sehen ja nicht gerade schwach aus. Da ist ein Großer dabei. Gott, was soll das hier werden? So. Was zum... Gott. Was ist das denn für... Was ist das denn für ein Riesenvieh, Mann? Wo soll ich denn lang, Mann? Warte. Oh ja, klar. Ey, das sind ewig viele. Scheiße, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass das so viele sind. Das ist ja noch eine ganze Armee. Die können doch nicht all diese Jahrhunderte überlebt haben. Scheiße. Oh, fuck. Und wieder Rutschpartie. Verdammt, jetzt wissen sie, dass Lara da ist. Das ist nicht gut. Ja, genau, deswegen. Hi. Okay, so stark sind sie doch nicht. Okay, dann geht's ja noch.
Warte, ich muss mal kurz nachladen. Ich hab gleich wieder Zeit für dich. So. Bist du denn mein Freund? Wie können Sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Rein theoretisch geht das gar nicht. Ich hoffe nur, der Dicke läuft mir nicht über den Weg. Geschützter Gang. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. Glaub mir, Lara. Ich auch. Aber da müssen wir durch. Ja, wir konnten unsere Schrotflinte, alles klar. Ich hab's heute irgendwie so mit dem R. Wir konnten die Schrotflinte upgraden. Ich werde da jetzt aber nichts Neues dazu machen, weil ich meinen Sportbogen nämlich komplett haben möchte. Also würde ich zumindest gerne. Deswegen sammle ich da noch ein bisschen Bergungsgut. Ja, wir sind im Kloster. Wir dürfen gegen die Sturmwache kämpfen. Die Frage ist, warum leben die überhaupt noch? Es ist so viele Jahre her. Eigentlich ist es unmöglich, dass sie überlebt haben können. Wird wahrscheinlich auch irgendein Fluch sein. Keine Ahnung, ich blick da jetzt gerade schon lange nicht mehr durch. Das ist völlig abgedreht. Es macht aber wirklich mega viel Spaß. Immer noch. Und ja, ich bin mal gespannt, was im nächsten Part passieren wird. Hoffentlich finden wir Sam. Hoffentlich können wir Sam retten. Und hoffentlich finden wir dann auch diese Grabkammer und können diese Leiche vernichten. Denn ich denke nicht, dass das so einfach wird. Denn wenn diese Sturmwache da ist, um die Königin zu beschützen, werden die uns sicherlich nicht so gerne daran lassen. Aber ich lasse mich überraschen und bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!